So, heute noch mal letzter Tag der Challenge hier. Ist noch mal angenehm kalt, sage ich mal. Ich habe es generell gepackt. Gestern habe ich es tatsächlich vergessen. Ich habe aber mittlerweile auch wieder die Dusche. Das heißt, ich könnte wieder kalt duschen jeden Morgen. Aber das jeden Morgen in der Kälte rumlaufen war tatsächlich ganz witzig. War unterschiedlich, weil es gab wirklich Morgen, da war es sehr warm. Also da war es sehr angenehm. Gab aber auch Morgen, da war es richtig, richtig eiskalt. Ich habe dann zusätzlich noch, bin ich manchmal laufen gegangen in, jetzt kommt Wind, laufen gegangen hier in kurze Hose und dem T-Shirt. Das war auch sehr, sehr geil. Kann ich also generell echt nur empfehlen, im Winter auch draußen mal in kürzeren Sachen Sport zu machen. Das haut ziemlich rein. Ja, ansonsten bis auf gestern lief die Challenge sehr, sehr gut. Hab sie also nicht ganz gepackt, muss ich ehrlich gestehen. Bin aber jetzt gespannt, was du zu berichten hast. Jeden Morgen 3 Minuten kalt duschen. Hat super viele Gesundheitsvorteile, musst du selbst mal googeln. Machen auch ganz viele High-Performer, dass die wirklich jeden Morgen 3 Minuten kalt duschen gehen. Und das, was du vielleicht gemerkt hast, was ich auch noch kenne aus meiner Zeit, wo ich dann jeden Morgen kalt geduscht habe. Ich war jetzt immer 10 Minuten hier auf der Straße unterwegs, in der Kälte am Morgen. Was ich halt gemerkt habe, ist, das ganze System ist dann halt wach. Das ganze System ist bereit und man kann super gut in den Tag durchstarten. Und man hat vor allem, und das ist richtig geil am Kaltduschen, man hat vor allem direkt was gemacht morgens, was man eigentlich gar nicht machen will. Also du startest in den Tag durch und bist so, boah, da ist jetzt Widerstand, so ich will nicht kalt duschen, ich will eigentlich nicht. Und dann brichst du direkt am Morgen durch einen Widerstand und das ist so geil. Deswegen hilft das halt enorm beim Frauenansprechen, weil das ist ja auch Frauenansprechen, wie viele Männer immer durch einen Widerstand brechen, durch ihre eigenen Grenzen gehen. Und das hilft unglaublich, wenn du morgens schon deinen Tag mit ich gehe durch meine eigenen Grenzen beginnst, dann kannst du natürlich andere Sachen, die an dem Tag so passieren, auch nochmal viel leichter hinbekommen. Und deswegen ist das ein super Start in so einen Tag. Von daher bin ich super gespannt, wie deine Erfahrung war. Schreib es in die Kommentare, hast du es geschafft, hast du es nicht geschafft, warum hast du es nicht geschafft, wenn du es nicht geschafft hast und vor allem wirst du es auch in Zukunft weitermachen. Und damit haben wir eine weitere Challenge abgeschlossen. Ich gehe jetzt hier noch meinen letzten 7, 8 Minuten hier durch die Kälte und wünsche dir noch einen geilen Sonntag. Wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin, ciao.